50 Reiter gingen im Klassiker des Championats von Leipzig an den Start. 10 qualifizierten sich mit einer Nullrunde für das Stechen gegen die Uhr. Darunter der 6. der letztjährigen deutschen Meisterschaften, der schnelle Westfale aus Lienen, Felix Haßmann. Mit seiner Stute Horse Gyms Balance glückte ihm eine flotte und fehlerfreie Runde, vielleicht dem noch jungen Alter des Pferdes geschuldet, noch nicht mit dem allerletzten Risiko in der Schlussgeraden, auf den letzten Sprung des Stechens. Christian Ahlmann, der bereits im Vorfeld als absoluter Topfavorit gehandelt wurde, ging mit seinem 12-jährigen Schimmelhengst Coronado 2 an den Start. Ahlmann hatte aufmerksam die Runden seiner Vorreiter studiert, ritt schon Sprung 1, an dem etliche seiner Kollegen einen Fehler kassiert hatten, sehr konzentriert an und spielte die Stärken seines nicht groß, aber schnell galoppierenden Hengstes perfekt aus. Routiniert, mit dem Selbstbewusstsein seiner zahllosen Siege in den letzten 4 Monaten im Gepäck, steuerte er sein Pferd in 40,07 Sekunden ins Ziel und war damit ganze 3 Zehntel schneller als Felix Haßmann. Christian Ahlmann siegt auch im Championat von Leipzig und wird zum Dauerbrenner des Reitsports. Ich glaube, die meisten kennen das. Wenn es eben läuft, dann läuft es und hat am Ende das Glück, dass eben die Pferde, die das können, einen Fehler hatten und deshalb hat es zum Sieg gereicht. Colorette hatte zwar am ersten Tag 2 Fehler, hat sich aber trotzdem sehr gut angefühlt und deshalb wird der morgen gehen.